So Leute, es ist jetzt endlich gekommen, ich habe es mit dem ganzen Abgeschlossen so hinbekommen, das 200 Abonnenten-Special, ich habe es endlich gemacht und ich habe letztes Mal zur Auswahl gestellt, dass ich euch ein bisschen was aus meiner Stadt zeige und habe jetzt zum Glück noch eine coole, realisieren könnt, eine coole Kamera, der kann ja mal eine Kamera halten und bin cool, dass man macht. Ja, und ich zeige euch einfach mal ein paar Sachen, die hier in der Stadt wichtig sind und hier hinten mache ich jetzt das Gymnasium. Dann in der Mitte, so zwischen den Bäumen, sieht man vielleicht gerade nicht so gut, so die Realschule, da ist das alles Gymnasium. Und genau, da bin ich jetzt mal, ja, vorbei. Es ist halt schon eine coole Zeit und eigentlich schon gute Erinnerungen, die man da hatte. Also, ich meine, man hat ja täglich seine Kumpels gesehen und jetzt, da wird man jetzt so melancholisch, wenn man drüber redet. Aber jetzt noch an alle Schüler, die jetzt hier zuschauen, ich nehme an, das sind noch relativ viele, genießt die Schulzeit, ohne Witz. Wir haben jetzt zwar 3 Monate Pause, aber dann wird es dann direkt ins Arbeitsleben weitergehen. Mein Kameramann wird studieren, ich mache eine Ausbildung. Es ist dann schon was anderes als Schule. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich hinter der Schule. Ja, ihr seht jetzt hier, wir finden uns jetzt hier so ein bisschen im Grün. Da haben wir vor allem in den früheren Klassen, so 5 bis 7, haben wir hier sehr viel Zeit verbracht. Ja, wir haben total viel Fangus gespielt und Blätter gesammelt und im Winter haben wir uns in die Berge runtergekullert, wenn du kurz rüber schwenken willst. Es ist hier so ein bisschen so hügelig. Und ja, wir hatten einfach enorm viel Spaß hier. Es ist wirklich eine schöne Schule, muss man sagen, haben wir gerade ein bisschen geredet. Das ist jetzt nicht irgendwie ein altes Kloster oder eine Schule, die schon, was weiß ich, wieder 100 Jahre alt ist. Das ist wirklich was ziemlich Modernes. Und ich habe jetzt letztens einfach an die Schule gesehen und da muss man schon sagen, bin ich sehr zufrieden mit unserem Schulgebäude. Sorry wegen den Windgeräuschen, das ist alles noch ein bisschen unprofessionell, macht ja nichts. Geht ja einfach nur darum, dass ihr so ein bisschen kennenlernt, wo ich so, ja, ich sag mal, lebe. Und ja, also meine Schulzeit war cool. Ich denke mal, da werden bestimmt noch, wenn ich irgendwann ein paar Parts drüber reden, so Schulgeschichten kommen immer wieder auf. Aber ich glaube, jetzt hat diesen groben Einblick bekommen, wie die Schule jetzt aufgebaut ist. Rein können wir leider nicht, es ist am Wochenende. Vielleicht kann ich irgendwann mal während der Schulzeit mal irgendwie nachmittags oder so rein, wenn nichts mehr los ist. Aber das wird dann nochmal was Eigenes. Gut, und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich woanders.
Wir sind jetzt am Baggersee im Nebenort. Da habe ich vor allem viel Zeit mit Kumpels verbracht, wo man jetzt schon ein bisschen älter war. Das heißt so die letzten 2-3 Jahre, wenn die Eltern einen halt schon losgeschickt haben, ohne Bedenken, dass man irgendwelche Scheiße baut. Vor allem jetzt dann, wo man selber Auto fahren kann, habe ich hier viel Zeit mit Kumpels verbracht. Und ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, jetzt sind wir direkt hinter mir. Ein wunderschön grüner Baggersee, der eigentlich immer eine gute Temperatur hat. Das ist ein Vorteil, der ist eigentlich nicht so sonderlich kalt. Hier auf der Wiese liegt man dann eigentlich immer, chillt mit Kumpels. Letztes Mal hat man sogar einen Grill dabei. Und hier hat man sich einfach immer frisch. Da ist man nachmittags um 2 mit dem Fahrrad rüber und dann abends um 6 sind wir das wieder zurück gemeinsam. Das war eine echt coole Zeit. Teilweise hat man sich auch abends getroffen, haben einfach irgendwie zusammen eine Party gemacht. Einige haben hier sogar ihren Geburtstag gefeiert. Ich verbinde persönlich sehr schöne Erinnerungen mit dem See. Und es ist jetzt nicht so wie die Schule, dass der wegfällt, nur weil ich mein Abi geschafft habe. Ich kann ja immer wieder herkommen. Und ich denke mir, ihr habt bestimmt auch irgendwie einen Baggersee so in der Nähe. Seid ihr da auch oft? Schreibt sie mal. Jetzt sind wir im Auto und wir fahren zur nächsten Location und das wird ein Freizeitpark. Nein, kein Freizeitpark, wie nennt man das? Wie nennt man das? Matze? Kamera, wie nennt man das? Baum. Ein Wald. Ein Park, ja, den wir in der Stadt haben, in meiner Heimatstadt. Und da gibt es Discgolf-Scheiben und da gibt es Discgolf-Bahn und den großen Schlittenberg, wo wir waren. Wo wir früher sehr viel Schlitten gefahren sind, alles noch Schnee lag. Jetzt wird es langsam bei euch laut. Ich mache mal kurz für euch das Fenster zu, dass ihr mich besser versteht. Das war auch extrem cool. Und ich würde sagen, schaut euch am besten gleich selber an. Jetzt sind wir da im Freizeitpark, wie ich ihn genannt habe. Baum. Ich glaube, ihr merkt schon, es ist wirklich sehr schön hier. Man hört auch gerade die Vögel. Und es ist also, wenn man Zeit hat, kann man hier echt runterkommen oder halt sich irgendwie sportlich betätigen. Ihr habt vorhin die Skater gesehen. Hier ist eine Skateanlage. Man kann Boccia spielen, man kann Disc Golf spielen. Man kann einfach spazieren gehen mit seinem Hund, joggen. Also, wenige Städte haben wirklich so einen Park und ich finde es echt cool, dass ich sozusagen die Möglichkeit habe herzukommen. Ich bin früher viel mit meiner Oma hergekommen, wir haben hier viel gemacht. Leider wohne ich halt nicht ganz in der Nähe, deswegen konnte ich jetzt nicht so oft hingehen, aber ein paar Mal im Jahr waren wir auf jeden Fall hier. Und hier geht das so ein kleiner Fluss durch. Da kann man dann auch irgendwie mit Luftmatratzen drüber schwimmen und ja, es war auf jeden Fall eine coole Zeit hier. Aber den Schlittenberg würde ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten, ne? Und da gehe ich jetzt hin. Jetzt sind wir am Schlittenberg. Hier gibt es sogar eine Discgolfbahn runter. Die führt da hinten sozusagen lang. Jetzt sieht man es. Ah, geil. Sieht man nicht. Egal. Auf jeden Fall hier geht sozusagen der Schlittenberg runter. Da hinten ist sogar noch so ein kleiner Teich.
Und ja, wie gesagt, also hier haben wir im Winter viel Zeit verbracht, wenn wir herkommen konnten. Und es ist heutzutage immer noch schön. Also ich glaube, ihr merkt, es ist wirklich sehr schön hergerichtet. Die Stadt kümmert sich auch darum. Und er wollte zwar nicht, aber hier ist dein Kameramann. Er sagte zwar, oh, ich hab mir nicht die Haare gemacht, ich will nicht ins Video. Tja, aber er hat nicht damit gerechnet, dass ich irgendwann selber Regie über die Kamera übernehme. Und dann jetzt hat er verkackt. ja gut, also dann habt ihr jetzt auch mal ein bisschen hier den Park gesehen. Und ich denke mal, dann werden wir jetzt mal zur Grundschule fahren. Entweder in die Halle, wo ich immer Handball spiele, oder nochmal auf dem Pausenhof oder ein bisschen die Schule zeigen. Obwohl sich die ziemlich krass verändert hat, seit ich da war. Sollte auch für mich mal wieder interessant sein, da hinzugehen. Also, bis gleich. Alles klar, so, wir stehen leider vor verschlossenen Toren. Mittlerweile ist ja alles wohl umzäunt und wurde wirklich sehr viel neu gebaut. Also dieses fette graue Gebäude hier, das stand noch gar nicht, als wir zur Schule gegangen sind. Gerade als wir in die 5. Klasse gegangen sind, da wurde das gerade so aufgebaut. Ich glaube, es war ein Jahr später fertig, als wir in die 6. sind. Auch der Pausenhof hat sich krass verändert und mittlerweile ist noch alles umzäunt. Früher kam man hier eigentlich immer ganz gut drauf, aber mittlerweile wird uns der Zugang verwehrt. Man sieht jetzt auch leider nicht so viel, weil da sieht man eigentlich nur einen langen Gang. Das hinter mir, das weiße Gebäude, ist so ein bisschen die Grundschulhalle, wo ich mal Handball spiele. Und jetzt hier direkt zur, von euch aus gesehen recht, ne? Ist unser Kindergarten, oder der Kindergarten, wo ich hingegangen bin. Diese Steine, die standen noch nicht, aber der Rest sah eigentlich schon so ähnlich aus. Kindergarten war auch eine verdammt geile Zeit. Aber ja, mittlerweile ist hier leider alles eingezäunt und uns ist der Zutritt zu schönen Kindheitserinnerungen leider versperrt. Dennoch war es echt eine geile Zeit, muss man sagen. Ihr habt gerade gesehen, wir sind jetzt eingebrochen. Jetzt sind wir auf dem Pausenhof. Also da, wo wir jetzt stehen, da ist man als erst ein Zweitklässler hingekommen. Auf der anderen Seite ist noch ein kleiner Pausenhof. Da sind dann die immer Dritt- und Viertklässler gewesen. Also man hat schon damals mies getrennt, rassistisch. Spaß. Ich nehme an, dass die sich nicht so prügeln, oder? Ich nehme an, dass die ersten Zweitklässler, wahrscheinlich, dass die Dritt- und Viertklässler die ersten Zweitklässler dissen. Ja, aber ich war eigentlich immer der coolste Typ auf dem Pausenhof. Also ich habe immer alle gedisst. Und vor allem mein Kameramann, der hat sehr unter mir gelitten. Ich habe ihm mal beide Handgelenke verstaucht. Aber das ist eine andere Story. Ja, es ist echt ganz cool hier zu sein. Hat sich aber auch viel verändert. Die kriegen total viel Spielzeug, was wir gar nicht hatten. Das ist echt unfair. Wir waren so fuck life, so noch im Ghetto haben wir gelebt. passt. Ist auf jeden Fall cool hier. Und ich glaube auch, dass wir das Ganze jetzt hier beenden. Jetzt haben wir den Kindergarten, die Schule, beide Schulen. Baggersee und Lümperpark. Ich glaube, das passt. Und ich bedanke mich vielmals fürs Einschalten. Ich bedanke mich bei Matze, dass er mir das Ganze gefilmt hat. Ich habe ihm auch eine Fanta gekauft dafür. Und Mars. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck bekommen, wo Matze und ich so aufgewachsen sind. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann irgendwann in einem anderen Video wieder, oder? Also, haut rein!